Herzlich willkommen in, ich weiß auch nicht, Alter, irgendwo in den Bergen, wollen Holz kaufen. Hey, der nächste Hund, hallo, hey, alles klar? Na du? Jo, bist ja ein Süßer. Hast du Angst vor mir? Ja, kein Ding. Mach's gut. Kommst du mit? Ja? Also ich bin weiter auf der Suche mit dem Hunden. Nach meiner Schwester. Oder der nächste. Hallo, alles klar? Da liegen noch zwei weitere. Sehr schön. Wollt ihr mir helfen endlich mal? Nein, wollt ihr nicht einsteigen. Irgendwo in Armenien. Wunderschönes Wetter, weiter auf der Suche nach mein Alter. Welser-Profile. Alter, so wie bei Dieter Kenti. Hammer. Jetzt fühle ich mich wie im Bühnen. Hammer. Dieser Geruch ist Wahnsinn. Ehrlich. Wahnsinn. Also ich habe mich so wie jetzt in Böhmen gefühlt. So. Irgendwie muss ich weiter. Da Berge hoch. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal erstmal hier links rein. Sehen wir, was passiert. Und wo ich bin. Hauptsache keine Treppen, ja? Hauptsache keine Treppen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag noch, ja? Kommt gut in das Wochenende. Und wünsche mir weiterhin Glück auf der Suche. Boah, herrlich. Vielleicht irgendwo eine Rast machen. Am Wasser, ja gut, das Wasser sieht nicht so gut aus. Also ich kann euch auch wirklich nicht sagen, wo ich bin. Da ich wirklich mobile Datenträger aus habe ständig, weil du bist ja in kein EU-Land, also zahlst du dich dumm und dämlich, wenn du irgendwie so einen speziellen Vertrag nicht hast. Habe ich ja nicht. Ich zahle ja nur 10 Euro pro Monat. Also müsste ich eigentlich 8 Euro hier pro Tag. Schaffe ich nicht. Vielleicht finde ich irgendwo ein Hotel, das WLAN hat, dann passt das. Aber es ist schon cool, ja, auch hier so ein bisschen rumzulaufen, einfach die Leute kennenzulernen, mit denen ein bisschen zu reden oder sowas. Sich irgendwo hinsetzen hier am Berg oder in einen See, wo wir gestern waren. Savannensee, ein herrlicher See. So. Das erinnert mich natürlich an meine Jugendzeit in Polen. Fast das gleiche immer. Diese Straßen. Diese Gebäude. Die geilen Autos. Herrlich. Also wenn ich nicht mehr dazu komme, kann ich euch sagen, Armenien, ein wunderschönes Land. Ja? Ein natürliches Land mit netten Leuten, die man aber erstmal wirklich auch ein bisschen kennenlernen muss und mit denen ins Gespräch kommen muss, weil sonst wirken sie wirklich erstmal erst so ein bisschen beängstigend. Und aber dann sind sie voll dabei, ja? Bieten dir alles an und kannst mit denen immer trinken ohne Ende. Und es ist natürlich herrlich hier ein bisschen rumzuwandern. Ja, weiß ja nicht, im Wald gehe ich glaube ich nicht. Lieber nicht. Hier, Elektro. Irgend sowas mit Strom oder sowas. Keine Ahnung. Herrlich, Leute. Also ich genieße das Wetter, laufe ein bisschen weiter. Ich hoffe, ihr macht das auch.